Dani, komm mal hierher. Ah, süß. Oh, die eine Taube sitzt auf der anderen. Oha, Fellen. Guck mal nach unten, Fellen. Einen wunderschönen guten Morgen, meine Lieben. Ja, doch, ich kann es noch sagen. Ich bin heute aufgestanden um 7:30 und jetzt ist es 11:30. Wir wollten um 10 Uhr losfahren. Aber ich habe es einfach nicht hinbekommen, schneller das Video zu bearbeiten. Und ja, jetzt sind alle Kinder angezogen, nur ich habe keine Pampers mehr. Die hole ich gleich noch bei Penny, denn der Gianni hat nichts an und für unterwegs ist mir das zu riskant. Der Tyler kommt schon runter, die Kinder sind unten und wir gehen los. Jetzt habe ich noch 2 Flaschen Wasser mitgenommen. Habe auch bei einem Apfelschorle gekauft. Und nur einen Kinderwagen. Oh mein Gott. Also ohne Kinderwagen geht ja gar nicht. Ich habe keine einzige Adresse. Ich fahre einfach mal los und hoffe, dass die Autobahn nicht so voll ist, wie ich gerade aussehe. Also ich habe eine Riesentüte mit Proviant und Wechselsachen. Kinderwagen, Handtasche, 2 Flaschen Wasser. Hallo, mein Schatz. Mama, portiert ist hier komplett mehr. Ja. Mama, sag ich, Mama ist so groß. Mama, kannst du das mit so runter machen, Mama? Ja, Schatz. Dann musst du hier drücken und jetzt. Okay, wir sind in Frankfurt angekommen, auch an der Stelle, wo ich hingehen wollte. Das ist eine Brücke, wo man ja die Skyline von Frankfurt hat. Nun sind wir hier mit Tyler und den Kindern. Mama! Ja, wir können gleich mal runtergehen. Erstmal gehen wir aber auf die Brücke. Mama? Ja? Mehr Haie in denen? Haie? Nein, mein Schatz. Aber Fische könnten schon drinnen sein. Ja. Und meine wo ist dein Fisch? Ich weiß es nicht. Ein Wasser. Im Wasser ist der Fisch, voll schön aus. Gianni? Nein. Die Blumen kitzeln dich. Voll schön. Gianni, alles okay? Ah, okay. Und hier auch die Mama. So, hier ist ein kleiner Spielplatz für die Kinder. Und der Can jagt gerade die Vögel, aber nun wird es ein bisschen gefährlich. Can! Selin! Gianni, das ist gefährlich da! Und weg! Ja, große Haie. Sharks, yes. Dank Tyler leben meine Kinder noch. Wow! Achilia, Schatz, komm! Das sieht voll schön aus. Hast du ein Foto? Daraus dann, ja. Dani, komm mal hierher. Mach mua! Ah, süß! Now we are going to. What's the name of the place? The closest one, I think. Is Garten des Himmlischen. Garten des himmlischen Friedens. Okay. Wir sind hier gerade nach ungefähr 20 Minuten suchen von einem Parkplatz an den chinesischen Garten angekommen. Leider ist es geschlossen, denn das Pavillon wurde leider in Brand gesetzt und nun
Rotes einzustürzen. Als wir eben beim Spielplatz waren, da war es immer noch nicht kaputt. Nee, der Spielplatz war nicht kaputt, nein. Der hier. Also das ist was anderes, mein Schatz. Gehen wir mal gucken, wo die anderen sind. Okay. Und der Jan ist in die Pfütze rein gesprungen. Jetzt sind die Schuhe voll dreckig. Mein frisch geputztes Auto. Wow, Gianni! Gianni's girl! Ja. Oh. Oh no. So, jetzt gehen wir in die Stadt zu Fuß, okay? Was? Ist nur ein Kilometer. So wie tausend, ja, so wie die Jungs fast rennen mussten. Was? Ja. Ja, okay, darf's laufen. So, wir sind in der Stadt angekommen. Es ist überhaupt nicht weit gewesen, da wo wir geparkt haben. Wir sind gerade in Frankfurt, richtig? Genau, das sind alle Postkarten, die hier irgendwo entstanden sind. Amerika ausgehen. Ja, und Frankfurt. So, also von dieser Stelle habe ich noch keine Aufnahme, weil ich bin das allererste Mal hier. Wow, sieht schön aus. Der Tyler holt sich jetzt noch ein paar Erinnerungsstücke von Deutschland oder Frankfurt, ich weiß nicht. Und danach gehen wir was essen. Oh, die eine Taube sitzt auf der anderen. Ich glaube, die hatten gerade Liebe gemacht. Dani, gefällt dir der Brunnen? Ich hab Tyler gesagt, super, Celia. Yes. Lecker? So, wir sind jetzt gerade von dem Parkhaus wieder angekommen. Gegessen haben wir, es war wirklich super lecker. Und der Gianni weigert sich aber ins Parkhaus zu gehen. Er spielt gerade total schön hier. Und sogar der Tyler meinte, mein Gott, wie viel Energie der Kleine hat. Der ist gestern mit mir eingeschlafen, das war glaube ich gegen 12. Und aufgestanden von alleine ist er um 7:30. Oder 8:30? 8:30, sorry, 8:30 Uhr war das. Ja, also für so ein kleines Kind, ich bin sprachlos und auch Tyler. Wow! So, darf ich euch vorstellen, der Goethe-Turm. Sieht das nicht schön aus? Mein Gott. Ich wusste gar nicht, dass es hier sowas gibt. So, ich gehe jetzt zu den Kindern, die sind gut angekommen. Das war total von der Innenstadt 15 Minuten und ich habe es noch nie gesehen. Also, wir haben uns mit den Tyler getrennt, denn er schafft natürlich viel mehr zu sehen, als ich mit den Kindern in der Lage bin, ihn zu ermöglichen. Deshalb, hey Celine, geh da weg bitte. Habt ihr gesehen, wie es ist mit Kindern, ne? Auf jeden Fall bin ich jetzt hier auf dem Spielplatz mit denen und der Tyler guckt sich hier alles an, geht auch den Goethe-Turm hoch. Ich würde auch so gerne, vielleicht nächstes Mal. Und nun bin ich mit den Kindern beschäftigt und ein bisschen Kinder genießen. Wow! Gianni, weg, 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 weg! Ja? Oh mein Gott! Tut das nicht weh? Hast du gesehen, da ist Wasser? Was? Da ist Wasser? Nein! Dani, da ist Wasser! Du musst Pipi. Dani, gehen wir ins Labyrinth rein? Da komm, Schatz! Und da wohin? Labyrinth.
Lade sind. Mhm. Das heißt Lade. Johnny, kommst du mit? Komm. Warte! Oh mein Gott, Johnny! Johnny! Guck mal, wie ich das mache. Oha, Fennin, mein Auto. Langsam. Oh mein Gott. Oh nein, du hast einen Dorn drin. Oh nein, Mann. Den von morgen. Ja, von letztens. Wir haben es raus. Mama, ja, ich trage dich. Wo bist du? Ich weiß es nicht. Da ist der Weg zum Klettergerüst. Guck mal nach unten, Zellen. Und warst du oben? Warst du oben? Ja. Echt? Guck mal, Mama ist ein Dornhaus. Ganz oben. Mama hat einen Dornhaut. So einen großen Dorn hatte sie in der Hand, weil sie ausgerutscht ist. Das sah aus wie Amerika. Wie auf den Karten halt, nur nicht schlecht. Ja. So cool ist es da oben. Das war sogar nicht oben. Wo ist Atea? Nee, hab ich gesehen. Mama. Hä, wie hast du jetzt hierher gefunden? Sie sollte dich doch holen. Ich kann dich ganz schnell durch. Echt? Oh, okay. So, wir sind jetzt am Auto. Der Gianni ist umgezogen und hat sein Dunkie-Donut in der Hand. Zeig mal, wie das aussieht. So süß. Ein Einhorn. Ein Einhorn. Mein Gott. Wir sind gerade zu Hause angekommen. Und der Gianni hat im Auto geschlafen und jetzt voll die schlechte Laune. Ich räume jetzt hier alles zur Seite. Heute Morgen hatten wir keine Zeit. Und der Idi ist schon unterwegs. Okay, Gianni. Ich habe keine Ahnung, was ihm schon wieder nicht gefällt. Schatzi. Hörst du mal so, wenn er aufsteht nach dem Mittagsschlaf? Naja, okay. Egal, ich ignoriere ihn, weil im Augenblick hat es keinen Sinn, ihm nachzugeben. Denn es gibt keinen Weg. Ich hab nichts zu machen. Gianni, Schatz, es ist okay. Jahan. Schatzi, was willst du denn? Die Wassermelone wollte ich dir doch geben. Soll ich sie dir unten schneiden? Wie soll ich sie dir schneiden? Willst du so? Soll ich dir die Wassermelone geben? Ja, dann nimm doch einfach. Als hätte ich Nein gesagt. Alles gut. Ja, da wir einen Gast haben, habe ich mal noch diese Mandeln gemacht. Die hat Izzy letztens gekauft. Der Teil ist der Gast. Und die, genau, die sind noch nicht mal richtig kalt geworden. Ja, überhaupt nicht kalt geworden, werden schon gegessen. Ich muss aber auch sagen, die sind lecker. Ich esse keine, gell? So. Ich esse noch das, die Haferflocken von heute Morgen, die übrig geblieben sind. Oh. Und wir gucken uns zum x-ten Mal den Film an. Er ist aber einfach viel zu schön, um ihn nicht zu schauen. Ich wünsche euch eine gute Nacht und wir sehen uns morgen.